Wir machen heute Badekugeln mit ätherischen Ölen. Ich benutze jeden Tag ätherische Öle, und zwar äußerlich, innerlich und aromatisch, und zwar die von doTERRA. Ich werde nicht gesponsert, es wird mir nichts geschenkt, nichts gekauft und sonst auch nichts damit gemacht. Ich liebe sie einfach. Und ich liebe das Baden. So, und dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich Baden und ätherische Öle zusammen? Badekugel. Also los! Für die Badekugeln brauchen wir ein Handtuch, eine Rührschüssel und einen Schneebesen, flüssiges Speiseöl. Ich habe Kokosöl benutzt, das habe ich vorher erst schmelzen lassen, und das sind ca. 80 Gramm, ca. 200 Gramm Natron, ca. 50 Gramm basisches Badesalz, ungefähr 125 Gramm Zitronensäure und ca. 60 Gramm Speisestärke. Formen für die Badekugeln, ätherische Öle eurer Wahl und ein paar getrocknete Blumen zum Verzieren. Außerdem Lebensmittelfarbe, für euren Schutz ein paar Handschuhe und eine Atemschutzmaske, von denen haben wir momentan alle mehr als genug. Zu Beginn setzt euch eure Maske auf, hier ist sie, denn die Zitronensäure, die reizt die Schleimhäute, und das hatte ich vorhin schon, das ist nicht so schön, deswegen setze ich sie mir jetzt gleich auf. Ich mische jetzt erstmal all meine trockenen Zutaten, und das ist wichtig, dass ich nur die trockenen mische, denn sonst haben wir eine chemische Reaktion. Ich habe im Winter wahnsinnig trockene Hände und mir reißen immer meine Nagelhäutchen hier ein. Das tut wirklich weh, wenn man da mit der Zitronensäure in Berührung kommt. Deswegen Handschuhe für alle, die auch so trockene Hände haben. Jetzt suche ich mir ein ätherisches Öl aus, was ich da reinmischen möchte. Man kann die natürlich auch kombinieren. Zum Beispiel, was ich sehr gerne mag, ist Wild Orange und Lavender, also Lavendel und Orange. Für Männer, falls ihr es für eure Männer machen wollt oder für eure Freunde oder wen auch immer, eure Puppies, dann kann ich sowas wie Pink Pepper und Black Spruce empfehlen. Fast alle Männerparfums haben ein ätherisches Öl vom Pfeffer mit drin. Und deswegen finde ich, dass diese Kombination von den beiden sehr gut zusammen funktioniert. Ich entscheide mich jetzt für Lavender und gebe auf meine ca. 80 Gramm Kokosöl so 6-7 Tropfen. Viel mehr braucht es nicht, weil diese Öle wirklich rein und 100% rein sind. Und jetzt kann ich hier auch noch meine Lebensmittelfarbe mit reingeben. Meine habe ich vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren gekauft und habe sie nie benutzt. Da gebe ich jetzt mal ordentlich mit rein. Und ich nehme an, das wird sich jetzt gleich gar nicht so gut miteinander verbinden, weil ich glaube, dass die nur wasserlöslich ist. In der Tat verbindet sich das nicht gut, ist mir aber auch egal, weil das verbindet sich ja gleich mit dem Rest. Jetzt gebe ich den ganzen Spaß zusammen, aber nur ganz langsam, also Tropfen für Tropfen quasi, denn ich möchte ja nicht, dass meine chemische Sprudelreaktion von Natron und Speisestärke und Zitronensäure zu früh einsetzt. Ich habe meine Maske jetzt wieder abgenommen, weil meine Zitronensäure ja jetzt nicht mehr hier so wild durch die Luft fliegt. Ich mag ja diese leichte rosa Farbe ganz gerne, ist mir aber noch ein bisschen zu blass. Ich möchte es aber auch nicht knallig haben, weil es ist ja jetzt in dem Fall nicht für Kinder. Und deswegen haue ich noch mal ein bisschen Farbe rein. Gerade rieche ich das Kokosöl und das Lavendelöl, und es passt so schön zusammen. Wenn man Kokosöl nicht mag, kann man das auch mit Mandelöl oder auch mit Olivenöl, mit jeglichem anderen Speiseöl machen. Wenn ich jetzt hier das so in meine Hand nehme, dann sollte das ungefähr so aussehen, nachdem ich das alles gut verteilt habe. Aber wenn ich drauf drücke, sollte das sehr schön wieder zerkrümeln. Jetzt nehme ich mir ein Förmchen, und zwar einen oberen und einen unteren Teil. Und weil ich das ja gerne verzieren möchte, nehme ich mir jetzt so ein bisschen was von meinen Blüten. Ich habe hier Rosenblüten und Lavendel. Und jetzt habe ich mir da ein bisschen was hier unten reingelegt. Und jetzt fülle ich das locker mit Badesalz, aber aufgehäuft. Und jetzt nehme ich mir die zweite Hälfte und mache das genauso. Wieder locker flockig Badesalz drauf. Und jetzt führe ich diese beiden Kugeln einfach zusammen. Und dann sieht das so aus. So, ich bin jetzt fertig mit dem Befüllen. Ich habe aus meiner Masse 14 Badekugeln a 4 cm Durchmesser bekommen. Und die packe ich mir jetzt ins Gefrierfach. Gestern habe ich es schon mal ausprobiert, da hatte ich sie nur 10 Minuten drin, und es hat auch schon wunderbar funktioniert. Ich haue sie jetzt mal für eine Stunde rein, und dann sehen wir uns gleich wieder zum Test. Wenn es jetzt ans Lösen der Förmchen geht, dann ist es gar nicht so unpraktisch, diese zwei kleinen Aufhängungen zu haben. Denn damit kann ich jetzt hier schon ein bisschen die Kugel lösen.
und dann kann ich sie so ein bisschen gegeneinander drücken. Nehmt sie euch hier und dreht sie leicht, dann kann man sie rauslösen. So einfach und so schnell hat man sich seine eigenen Badekugeln gemacht. Ich finde es ziemlich cool. Und es ist echt eine schöne Geschenkidee. Und das werde ich bestimmt auch noch verschenken. Allerdings schnappe ich mir jetzt erstmal ein und gehe selber in die Badewanne. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich sehr. Und wenn ihr Fragen zu doTERRA habt oder sonst irgendwas, schreibt es mir unten in die Kommentare und ich beantworte alles. Ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Ich nehme jetzt meine Maske nochmal ab, weil jetzt sind ja die ganzen Zitronen. Das war ein Spaß. Entschuldigung. Ich habe jetzt meine Maske. Ich habe meine Maske jetzt. Hör auf zu lachen.